Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV natürlich mal wieder. Und es soll einfach nicht sein, unsere Blackies, ja, wir können den Sieg nicht einfahren. 1:1 am Schluss hat uns erst gestorben. Hier in Wien bei der Austria am Ende gespielt. Man muss sagen, unterm Strich für mich persönlich ein gerechtes Unentschieden. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen über die gesamten 90 Minuten gesehen. Ich habe persönlich Sturm in der ersten Halbzeit besser gesehen. Die zweite Halbzeit dann ja leicht mit Vorteil für die Austria, allerdings auch, weil unsere Blackies im Laufe der Partie eine gelb-rote Karte für Hirländer kassiert haben. Das Spiel zu Beginn gleichwohl furios aus schwarz-weißer Sicht gestartet, denn schon nach wenigen Minuten, in Minute 8, das 1:0 für unseren SK Sturm. Philipp Husberg ist es über die rechte Seite, der ohnehin ein sehr aufwendiges Spiel aus meiner Sicht eben macht, den Ball dann auf Schul spielt und der platziert ins Eck zum frühen 1:0 für unsere Blackies, eben wie angesprochen in der 8. Spielminute. Danach haben unsere Jungs das Ganze relativ gut im Griff im ersten Durchgang. Also ich würde schon sagen, 4-5 relativ gute Chancen hatten unsere Blackies. Die Austria kam nie wirklich zur Geltung und ja, das 1:0 war dementsprechend auch ziemlich verdient. Ja, Sturm hatte eben dann auch ja, durch Hosiner, den Ex-Austrianer, eine gute Möglichkeit. Grotzurek mit einem Kopfball und auch Kitaischwili sehr, sehr auffällig gewesen. Also der erste Durchgang ohne zu meckern. Das Einzige, was man vielleicht beanstanden könnte, dass man das zweite Tor nicht gemacht hat. Außer Friesenbichlers Doppelchance gab es nach 20 Minuten circa auch nichts wirklich Nennenswertes aus meiner Sicht eben von der Wiederaustria. Im zweiten Durchgang dann unsere Blackies. Ja, ein bisschen schlafmützig ist zu hart, aber schon... Ja, trotzdem doch ein bisschen verschlafen aus der Kabine rausgekommen, denn gleich nach Wiederanpfiff hat man den Ausgleich bekommen. Das war so um die 48. Minute herum. Die Austria setzt sich über halblinks durch. Kochnis ist der entscheidende Zweikampf leider verliert. Die Hereingabe findet dann den Kopf von Friesenbichler, der sich mit dem ganzen Körper gegen den Ball wirft. Und ja, dann steht es halt blitzschnell, ohne dass einer geguckt hat. Die meisten wahrscheinlich gerade mal ja aus dem Kabinentrakt zurückgekommen. Ja, und dann steht es halt 1:1. Blöd gelaufen. Danach das Ganze relativ ausgeglichen. Sturm ist durchaus noch im Spiel, lässt sich auch nach dem 1:1 nicht komplett zurückwerfen, hat danach aber immer wieder Probleme, den entscheidenden Pass dann anzubringen. Also immer wieder über die rechte Seite, gerade Husbeck, da herauszustechen und natürlich auch Schul, die wirklich viel versuchen. Und ja, die letzte Hereingabe findet den Abnehmer meistens nicht und wenn, dann an den Fuß eines Austrianers. Die Austria kommt dann nach einer knappen Stunde ein bisschen mehr auf, hat aber auch einen Grund. Stefan Hirländer sieht nämlich nach einer Stunde die gelb-rote Karte. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe beide Fouls nicht gut sehen können, deswegen gebe ich da jetzt kein Statement dazu ab, war es gerechtfertigt oder nicht. Auf jeden Fall Sturm ab der 60. herum mit einem Mann weniger. Und in der Schlussphase hat die Austria natürlich auch durch die zunehmende Müdigkeit unserer Blackies dann schon gute Möglichkeiten. Also viele Bälle gehen daneben, Siebenhandel pariert auch gut und ja, unsere Blackies versuchen es zwar, können aber maximal ein paar Nadelstiche zwischendrin noch setzen. Am Ende bleibt es beim Einsatz unentschieden und ich persönlich würde sagen, es geht in Ordnung. Also erste Halbzeit Sturm besser, zweite den Tick mehr die Austria, aber eben auch bedingt durch die rote Karte, durch die gelb-rote Karte für Irländer. Und vor dem, ja, das Unentschieden ist okay. In der jetzigen Situation natürlich ein bisschen ärgerlicher für uns, weil wir hätten den Sieg gebraucht, auch natürlich im Hinblick auf die gestrigen Ergebnisse. Ich sage nur Hartberg an der Stelle. Also die Konkurrenz hat für uns gespielt, auf jeden Fall. Man hätte ja ein bisschen mehr in Richtung Spitze schielen können. Jetzt ja bleibt man weiterhin auf der Stelle, aber die Leistung hat auf jeden Fall, würde ich schon sagen, Mut auf mehr gemacht. Die Mannschaft hat gekämpft. Ja, und von dem her kann man da, glaube ich, mit dem 1:1 diesmal ganz gut leben. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zum heutigen Spiel sagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.